Jagger, yo, Jagger, yo, Jagger, yo. Jagger, yo. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr habt richtig bemerkt, wir werden uns heute nur in Form von Interjektionen ausdrücken. Aber vorher sagen wir euch noch, wer hier ist und was ihr hört. Wir begrüßen euch, Herr Lehmann und Herr Einfühlsam natürlich. Genau, jedes Mal. Zu einer It's Yours Radioshow namens Inner City Blues. Wir begehen heute die 13. Folge, was erstmal unspektakulär, ja. Spekulatius klingt. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, dass wir nur 6 Sendungen im Jahr machen, die wir natürlich akribisch immer 2 Monate lang vorbereiten, dann ist das natürlich schon eine Hausnummer, nicht wahr, mein Freund? So sieht's aus. Ich bin da voll und ganz bei dir. Das ist mehr Hausnummer, geht gar nicht. Ja, genau. Hip-Hop-mäßig ist auf jeden Fall bei mir gar nicht so viel passiert, aber natürlich bin ich nie verlegen darum, 2 Stunden über dieses Thema zu sprechen. Wir werden immer ein Thema finden zu sprechen und wenn nicht, habe ich auf jeden Fall was erlebt. Ich war ja zum Beispiel auf dem Von Abseits Festival in Wuppertal, erzählen kann zu. Genau, wir haben auch selber wie ein kleines Mini-Mini-Festival gegeben. Wir hatten jetzt Yours Soli-Party. Genau. Soli-Party oder nein, Refinanzierungsparty schimpfen wir das, bedeutet bei uns, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Geld, um unsere schwarzen Mercedes It's Yours Firmenwagen fahren zu können. Und ich brauche neue Felgen. Unbedingt. Genau, dafür hat Leipzigs Hip-Hop- und Drum-and-Bass-Szene zumindest ein paar Vertreter davon, haben uns ein paar Euronen in die Kasse gespielt, die wir natürlich, es war nur scherzhaft gemeint, wir brauchen, um unsere Grundstrukturen zu finanzieren, ja, für weitere ehrenamtliche Arbeit. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit ein bisschen Mucke. Heute hast du die erste Wahl getroffen. Letztes Mal übrigens auch. Ernsthaft? Ja, dann müssen wir das nächste Mal umdrehen. Da war es Jean-Paul. Ja, wir haben das letzte Mal mit Jean-Paul gestartet. Ja, genau. Sollte eigentlich so ein bisschen Usus werden, oder? Irgendwie erstmal was ist, Dynamischeres, ja, Flotteres. Wie ist das heute? Das ist LP. Wird sicherlich dem einen oder anderen was sagen. Ist auch ein Mitglied gewesen von Company Flow, die es leider nicht mehr gibt. Er hat einen sehr eigenen Musikstil. Finde ich, er hat auch in die Hip-Hop-Szene oder in den Hip-Hop allgemein doch nochmal einen anderen Schwung auch mit reingebracht, weil er doch nochmal das anders macht halt. Aber wir werden das hören. Der Song heißt Drones Over Brooklyn vom Album Cancer for Cure von 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Hört selbst am besten. Geili. Also ansonsten werden wir natürlich eigentlich nahezu nur Kollega-Musik hören heute. Er hat, und Bushido natürlich. Und Bushido, klar. Die haben beide Bücher rausgebracht. Kollega jetzt in jüngerer Vergangenheit. Nein, Spaß. Das nächste Mal für alle, die von gestern noch etwas verkatert sind und vielleicht noch in den Federn liegen, Netflix und Chill den ganzen Tag propagiert haben. Für die wird es als zweites Hartmann mit dem wunderschönen Track Uhrensohn geben. Zu diesem animalischen Künstler werde ich nach dem ersten Musikslot noch ein paar Worte verlieren. Wir sind wie immer mega dankbar. Ich weiß, das ist mein obligatorischer Spruch, aber ich meine es ernst. Wir sind einfach nur dankbar. Für jeden, der zuhört, der einschaltet. Auf jeden Fall. Unbedingt. Ja. Spreadet die Wahrheit. Inner City Blues Folge 13. Wir sind in 15 Minuten wieder da. Ja, Herr Einfühlsam und Herr Lehmann. EPMD. The Joint aus dem Album Back in Business, wenn mich nicht alles täuscht, Mitte der 90er erschienen. Ein großartiges Werk in Sachen Classic Boom Bap. Das wir in unserer Hip-Hop-Sendung Inner City Blues spielen. Einer It's Yours Radio Show. Ja, genau, gespielt haben. Für alle, die hinzugeschalten haben, hier sind Herr Lehmann und Edgar Einfühlsam für euch. Ernie und Bert des Leipziger Hip-Hops. Quasi. Haben wir gerade konstatiert. Ernie und Bert waren schwul, ich weiß, oder? Also ich glaube, die Macher haben es dann irgendwann im Nachhinein eingestanden. Ja, dem blieb ja auch nichts anderes, glaube ich. Meinst du? Ja, aber es ist ja okay. Ja, nee, also das war gar nicht gesagt. Nee, das war auch gar nicht gedacht. Nicht okay ist, ja, ich denke bloß gerade über uns nach. Genau. Aber wer bist du? Bist du Ernie oder bist du Bert? Vielleicht sind wir auch die Bert und Bert des Leipziger Hip-Hops. Ja. Oder die Ernies und Ernies. Ja. Ernie oder Ernie? Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, ich habe beide Anteile in mir verankert. Sowohl Ernie als auch Bert auf jeden Fall. Ja, genau. Was ist mit deiner Haut los? Du hast hautmäßig schon mal, zumindest was die Gesichtspartie angeht, vitaler ausgesehen. Leidest du in letzter Zeit? Hast du Stress? Leidest du unter dem Druck dieser Sendung? Ich leide immer, grundsätzlich. Ja, dieser Sendung gerecht werden zu müssen. Ich finde es auch gerade sehr warm. Bin ich ein bisschen rot befleckt so? Ja, das ist die Wärme auch ein bisschen. Und meine Gesichtspartien, jeder reagiert ein bisschen anders drauf. Ich bin ja zum Teil bionisch. Okay.
Und der Film oder nee, ist ja keine Trilogie mehr, Terminator beruht auf meinem Leben. Ich würde sagen, wir schimpfen es trotzdem als Trilogie, weil James Cameron ja, glaube ich, Teil 1 bis 3 gemacht hat und der Rest ist ja so angetackert und wird auch, glaube ich, von den Filmstudios etwas verleugnet. Also es wird wieder einen Terminator geben, ich glaube den 6. dann, der aber mit den Vorfilmen wiederum nichts zu tun haben wird, ja. Wird ausgeschlachtet bis zum Gehtnichtmehr. Franchises. Yeah. Man kann sie nicht in Ruhe lassen. Aber ehrlich gesagt, mir ist es inzwischen egal. Also es gab eine Zeit lang, da habe ich das immer noch des Hochverrats bezichtigt, wenn jemand nostalgisch behaftete Filme durch den Schmutz gezogen hat, durch irgendwelche Fake-Remakes. Jetzt ist das Franchise so inflationär explodiert, dass ich mir immer sage, ich lasse mich mal überraschen. Es gibt da jetzt auch einen neuen Halloween-Film, auch wieder mit Jamie Lee Curtis. Ja, ja. Und der ignoriert irgendwie auch alle Halloween-Filme zuvor und ist quasi so inoffiziell Teil 2. Ja, es ist verrückt. Aber der Begriff Franchise, der begegnet einem irgendwie immer öfter so in den letzten Jahren, ist mir immer so aufgefallen. Also gerade im Filmbereich auf jeden Fall und mir ist es auch im American Football aufgefallen, weil jedes Team ist dort ein Franchise. Okay. Ja, es ist halt irgendwie alles durchkommerzialisiert, ne? Also selbst solch kleinen Institute wie wir sind da ja auch nicht anders, ne? Wir machen vor unserer Sendung Insta-Stories, wir posten alles und Marketing war auch nie transparenter. Also selbst das Produkt wird ja, oder dem Produkt wird ja schon gehuldigt, wenn das daran geknüpfte Marketing gut gestaltet ist, ja. Also es geht nicht ausschließlich nur noch um die Qualität des Eigentlichen, sondern eben um den Pathos drumherum. Auch um den Namen und natürlich. Genau, richtig. Ich finde, das ist in Ordnung, wenn die Promo nicht so affektiert wirkt. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, es ist irgendwie der Magnetismus, der mir jetzt gerade den Geldschein aus der Tasche zieht. Ja, also wenn das Produkt liebevoll ist, nenne ich es jetzt mal marktanalytisch, und die Promophase ist es auch, dann okay, dann komme ich damit klar. Ja, gutes Beispiel ist ja, wir spielen zwar erst später Musik von Ihnen, aber von RAG, du hast gestern geschwärmt, da gibt es ja auch eine Bonus-Edition eines früheren Albums mit Montana-Dose und Tape und T-Shirt und einem Stencil, also einer Schablone quasi, womit man dann die Sprühdose zu Hause natürlich nur an den eigenen Filmchen benutzen oder kann. Oder an legalen Wall of Fames, ja. Ne? Genau. Genau, kam gestern die Info, dass diese Box veröffentlicht wird. Die kommt am 30. November, einen Tag nach meinem Geburtstag übrigens raus, was natürlich cool ist. Cool, das ist ein indirekter Hinweis. Ja. Ernie, das kannst du mir doch mal schenken. Mich reich, alle Zuhörer. Ja, genau. Nein, und die kostet 90 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist, wie gesagt, das Tape dabei, das Album auf goldenem Vinyl plus die Instrumental dazu auf silbernem Vinyl. Und man hat das unter dem Motto Reden ist Gold, Schweigen ist Silber. Also in dem Zusammenhang. Genau, wie gesagt, T-Shirt dazu, Tape, die Dose und die Schablone. Aber die Platte RAG unter Tage, ist ja im Oktober 98 erschienen, wird es auch auf Solo-LP geben, also ganz normal schwarzen Vinyl auch zu nehmen. Ich glaube, HAV hat das gemacht. Nein, Vinyl digital. Du hast recht, stimmt. Vinyl digital, ja, genau. Aber haben RAG ein neues Album released? Nein. Okay. RAG, cool. Das ist wie damals 40 Jahre tot sozusagen. Nee, alles kommt nochmal raus. Und RAG hat zwei Alben rausgebracht: 98 unter Tage und ich glaube 2000 Potenzial. Und RAG ist ja auch nicht mehr vollständig, weil Gala, der eine Protagonist, ist ja gestorben vor einigen Jahren an einem Hirninfarkt. Oh Gott, ja. Und Pahel, der andere Rapper, der lebt in also in Amerika auf jeden Fall. Der übrigens, was ich krass finde, der war mal Gitarrist bei den Kassierern. Okay. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt gelesen vor kurzem erst. Am schlimmsten. Sex mit dem Sozialarbeiter alles. Und so. Ja, ja. Du hast geguckt. Genau, und die gehen auf jeden Fall auch auf 20 Jahre unter Tage-Tour. Ich habe die Kassierer mal live gesehen, fällt mir gerade ein. Ja, aber nicht von der Bühne urinieren nicht und so? Nee, das war sehr gemäßigt. Also ich vergesse gerade den Namen des Frontmanns, der ja auch politisch aktiv ist. Der war auch mal in einigen Talkshows und so. Ja, der hat sich ja wirklich, hat er ja immer blank gezogen. Aber nee, hat wirklich nur das Oberteil ausgezogen. Er hat sich ein paar Guys nach oben geholt, die dann blank gezogen haben. Die haben komplett blank gezogen, ja. Keine Ahnung, vielleicht ist es so, weil die Wampe das Gemächt in dem Maße überstrapaziert, dass er die Hose nicht mehr gewechselt hat seitdem. Die Jeans sah auch sehr alt aus.
Das kann natürlich, ja. Genau. Mhm. Aber so, Entschuldigung, du wolltest über RAG sprechen. Die sind auch in Leipzig, oder? Genau, und zwar am 13.12. im Coney Island zur 20 Jahre Untertage-Tour. Zu Weihnachten minus 11 Tage. Ja. Genau, mit der restlichen Besetzung quasi, die es noch gibt. Afro, Pahel und Mr. Wiz als Produzent und DJ der Band. Genau, die kommen nach Leipzig, gehen auf Tour. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Es wird auch dort die Platte zu kaufen geben. Also wenn jemand in irgendeiner Art und Weise da Interesse hat, glaube ich 24 Euro Eintritt im Vorverkauf. Oh, das ist okay. Ich werde es mir gönnen. Genau, es ist okay und es ist auf jeden Fall günstiger als das Kollegabuch, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ja, ich würde das gerne mal so als Running Gag durchsetzen, ja. Also bisher hat es ja kein Hip-Hop-Buch wirklich geschafft, so den Bibelstatus im Deutschrap zu erreichen. Aber ich glaube, das lag einfach daran, großartige Poeten wie Flair im Bus ganz hinten oder Bushido. Vor allem Skyline zum Bordstein. Ne? Und da weiß ich nicht, wie die Autobiografie hieß. Ne? Also, wie gesagt, die Messias unserer Zeit haben das, glaube ich, die haben einfach nur von sich erzählt, aber Kollega propagiert ja in seinem Buch wie ein Alpha direkt 10 Bossgebote. Ja, es ist quasi ein Lebensratgeber. Es ist ein Lebensratgeber, genau. Es wäre ja auch lustig, wenn dieser Film nicht schon seit 5-6 Jahren laufen würde. Ich fand diese Rolle mal ziemlich witzig. 3 Plus hat mal gesagt, Kollege hat aufgehört, lustig zu sein, als er das geworden ist, was er früher gemimt hat. Da verweise ich nur auf Uzi U und seinen Titel vom letzten Album Fake It Till You Make It. Ich glaube, das hat da dann irgendwie Anwendung gefunden. Ich verweise auch, Freunde, an eine Rezension, an eine Lieblingsrezension. Hängt vielleicht damit zusammen, dass es meine Lieblingsjournalistin geschrieben hat, Dani Fromm von laut.de hat das Buch auseinandergenommen. Natürlich vollkommen objektiv. Ja. Natürlich, selbstverständlich. Ne? Genau. Keine Frage. Und es ist ein schwieriges Thema. Ich will es gar nicht so in epischer Breite jetzt irgendwie durchsprechen. Aber also als Parodie taugt es mir eben nicht mehr. Also ich kann das nicht. Ich will dieses Buch nicht lesen. Nee, ich auch nicht. Ganz ehrlich, interessiert mich null. Ja, klar. Ja, aber es ist trotzdem immer interessant. Also ich meine, es ist ja trotzdem Platz 1 Spiegel-Bestseller gewesen und. Ja. Es ist ja doch eine 100, vielleicht sogar Millionenschaft, die dem irgendwie nachgeht. Und ich habe eine Zeit lang immer gesagt, so jemand wie Kollega, der propagiert wenigstens solche Werte wie Selbsterhaltung, stehle deinen Körper, pass auf dich auf, achte auf dich. Aber ich finde, das ist jetzt halt, das Buch macht das in radikalisierter Form. Also das ist schon wieder nicht der gesunde Mittelwert, nee, der da gelebt wird. Nee, das ist die Übertreibung, ja, genau, das ist also auch mit diesem ganzen Testo und Alpha und bla, das männliche Geschlecht wird natürlich auf den Thron erhoben. Die Frau wird zum Objekt der Begierde. Wie gesagt, in Kunst darf alles, ja, aber das sprengt ja schon den Rahmen der Kunstfreiheit. Also auch wenn ich da sehr subtil hinhöre, die Herabwürdigung oder die Herabwürdigung der Frau als Humorelement im Rap, das tolerieren wir links und rechts immer mal. Es gibt ja auch inzwischen Frauen, die das gekonnt ins Gegenteil kippen, genau, und genau, überzeichnet haben, so. Aber irgendwie fehlt mir an der Stelle das Augenzwinkern, aber das auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Hast du das Cover gesehen von dem Buch? Ja, ne? Ich hab's gerade nicht vor Augen. Ja, sei froh. Ist halt Kollege in seinem Körper. Mhm. Also ich mag überzeichnete heroische Männlichkeit. Da gibt's viele Parodien, die lustig sind. Auch mit diesem, ich glaube, in dem Video zu dem Titelsong kämpft er mit einem Bären und so. Aber ich komme wieder zurück zu dem, was ich vor 20 Sekunden gesagt habe. Mir fehlt hier einfach so ein bisschen die Ironienote. Ja, definitiv. Ja, genau. Wir haben auch in unserem letzten Musikslot, wir haben ja ganz schön losgerattert, ich weiß gar nicht, was hier los war. Als zweites haben wir von Hartmann Uhrensohn gehört. Ja, Uhrensohn, ja, ihr hört richtig, das Haar fehlt. Vorne. Genau. Die Hasshymne gegen den Wecker. Ich glaube, es ist so ein schlichtes und doch allgegenwärtiges Thema, was hohes Identifikationspotenzial bei den
78 Millionen Beschäftigten, obwohl man muss die Kinder noch abziehen. Also ich habe jetzt, weiß ich, habe diese 2-3 Millionen Arbeitslose abgezogen. Auf jeden Fall bei allen Werkstätigen, die keine flexiblen Arbeitszeiten im einstelligen Bereich haben. Dazu gehörst du wahrscheinlich auch. Ja, 4:45 jeden Morgen. Genau. Für alle, die Hartmann nicht kennen, dies ist, ich will ihn gar nicht als Sidekick schimpfen, aber so tauchte er wahrscheinlich in einer breiteren Spartenwahrnehmung auf. Der Kollege von Gossenboss mit Z, live immer zusammenzusehen, hat sich doch aber, und das freut mich sehr, auch jetzt auf eigener Basis realisiert. Er ist mit Danger Dan unterwegs gewesen, auf Tour, hat dort den Support gespielt. Der Abschluss war auch hier in Leipzig, im Coney Island. Das war großartig, Freunde. Letzte Woche Freitag, wenn wir nicht alles täuschen. Genau, es waren ganz viele Leute zu Gast. Man hat auch auf der Bühne beim Danger Dan Konzert gesehen, als er dieses Lied performte, in dem er die Prinzen disst. Okay. Ja. Genau. In dem Studiosong ist ja Sebastian Krumbiegel mit dabei. Mhm. Und für die Tourversion hat Panik Panzer, also der Bruder von Danger Dan, der ihn begleitet hat auf der Tour, immer den Part von Sebastian Krumbiegel ausgefüllt. Mhm. In der Live-Version hat er das so auch gemacht, hat aber danach gesagt, das war voll lustig, Freunde, ich habe das jetzt immer auf der Tour so gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann diese Lücke, die Sebastian Krumbiegel da gelassen hat, weil er mit uns nicht unterwegs war, nicht ausfüllen. Habt ihr nicht das Gefühl, es fehlt was? Und dann haben alle ja zugestimmt. Und dann ist Fat Tony auf die Bühne gekommen, auf einmal spontan, und hat da noch ein paar zum Besten gegeben. Dann sagte Panikpanzer wieder, meine Güte, Freunde, das war schon gut, aber ich habe so das Gefühl, die Lücke ist immer noch nicht geschlossen. Und dann haben ihm natürlich alle zugestimmt und auf einmal kam Suki auf die Bühne. Suki, so, ja, genau. Hat sich Rapperin aus Berlin. Genau, hat sich neben Danger Dan ans Klavier gesetzt und hat dann Danger Dan in seinem Part gefrontet. Das war auch ziemlich lustig, so mit einem Augenzwinkern. Die Leute haben irgendwie gefühlt, was gleich kommt. Dann hat Panikpanzer eben nochmal gesagt, Freunde, das war alles schon phänomenal, aber habt ihr nicht das Gefühl, die eigentliche Lücke ist immer noch nicht geschlossen? Und dann kam halt Sebastian Krumbiegel auf die Bühne und hat seinen Part gesungen. Er diffamiert sich ja noch mehr in diesem Part, als Danger Dan ihn schon vorher diffamiert. Das war halt lustig. So, jetzt habe ich mir den Luxus des Abschweifens geleistet. Eigentlich wollte ich sagen, Hartmann hat da seine Tour gespielt. Hartmann hat eine Platte rausgebracht, eine Doppelsingle, eine Vinyl. Darauf sind diese beiden Singles, Uhrensohn und Die Maschine. Ist sehr Footwork-lastig geworden. Footwork? Footwork, ein Subgenre des Drum and Bass, was wieder gut passt, denn dies sind ja unsere Kerngenres. Hip-Hop und Drum and Bass ist ja quasi die Heimat von It's Yours oder umgedreht. Ja, aber ich bin ja jetzt nicht so der Drum and Bass-Fanatiker. Du nicht, aber ich finde es lustig. Also man könnte es eigentlich, wären wir ein Label, wären wir das prädestinierte Label für diese Platte gewesen, sozusagen. Mit den beiden Kerngenres Hip-Hop und Drum and Bass. Ja. Also, genau. Hm. Ja, genau. Er hat das Ganze realisiert mit dem Produzenten Zykro, auch aus Dresden. Zykro? Ja. Klingt wie eine Medizinfirma, also die Medizin. Kann sein, dass er das parallel macht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht breit recherchiert oder so. Checkt das einfach mal ab auf Instagram oder auf Facebook. Ich glaube, er macht das ganz inoffiziell, so, was, wer die Platte gerne haben möchte. Kann sie kaufen, ne? Kann sich bei ihm melden. Ich finde es großartig. Was haben wir eigentlich als Drittes gehört? Ja, als Drittes? Ja, wir haben EPMD gehört, The Joint, und als erstes lief ja von LP Drones Over Brooklyn und wie gesagt, Hartmann mit Uhrensohn. Das waren die drei. Ja, da war Schwung dahinter. Ordentlich. Absolut, ja klar. Aber jetzt für den Start in den Samstagabend auch völlig gerechtfertigt. Das kommt immer drauf an. Also ich bin den Samstagabend in letzter Zeit immer sehr, sehr geschrottet. Aber für alle, die den ganzen Tag Netflix und Chill gemacht haben, Pizza bestellt und Co., geht der Tag ja jetzt erst richtig los. Ne? Es war quasi Koffein für die Ohren. Genau, dafür liefern wir auf jeden Fall den passenden Soundtrack. Aber ich denke mal, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht das gesunde Mittelmaß fahren. Also das heißt so zwischen Kurt Cobain und Kollega sich irgendwo einpegeln. Ja? So. Wer das relativ gesund macht, und ich freue mich auch, dass ich diese Person jüngst interviewen durfte, das Interview ist noch nicht draußen, das ist Haskara. Haskara, eine Rapperin, bekannt geworden durch ihre Teilnahme am VBT Video Battle Turnier und ist inzwischen auf Audiolit gesigned. Wo kommt sie her? Die wohnt in Berlin. Okay. Genau, die wohnt in Berlin und hat vorgestern am Donnerstag im Coney Island zu einer kompletten Female-Rap-Veranstaltung mit anderen Acts das Line-Up gefüllt.
Ich habe mich durch das Interview mit ihrem aktuellen Album Polaris auseinandergesetzt. Also ist viel gehört, um halt auch eine Gesprächsgrundlage zu haben. Und bin froh, dass ich das gemacht habe, wie das immer so ist. Manchmal sagt einem das vielleicht im ersten Moment nicht primär zu und dann beschäftigt man sich tiefer damit. Und sie rappt halt unter anderem auch sehr selbstreflektiert, also auch selbstreferenzielle Sachen und psychologische Komponenten mit drin, wie ich finde, aber sie redet halt auch über Sport, über Fitness, über Selbsterhaltung und Co. Unter anderem passiert das in dem nächsten Track, den wir gleich spielen, der heißt Immer nach dem Training. Immer nach dem Training, ist genau. Mittlerweile die zweite Deutsch-Rap-Reminiszenz an Anna von Freundeskreis, die ich kenne, nach der von Masimoto. Die heißt Anarchie, die finde ich auch sehr gelungen. Ist halt lustig, weil dieser Anna-Refrain einfach so simpel und hängenbleibend ist. Also ich glaube, daran kann man sich immer wieder anlehnen, ne? Ja, sicherlich. Ich kenne den Song von Masimoto nicht. Achso, nee, den nicht, aber du kennst natürlich Freundeskreis. Ja. A-N-N-A. A-N-N-A, ja. Genau, ich habe das Gefühl, sie steht immer hinter mir. So tief hat sich das eingebrannt. Im Regen auch, ne? Natürlich, klar, der Refrain. Genau, da geht's auch so etwas um Fitness, aber halt so im gesunden Maße. Ich habe auch zu ihr gesagt, ich habe so das Gefühl, du bist eine weibliche, gesündere Einstellung der Boss-Transformation. Das hat sie Gott sei Dank gelacht, hat sie nicht allzu ernst genommen. Genau, wie gesagt, den Song würde ich gerne spielen. Wir hören dann noch weiter Musik. Checkt ihr Album Polaris. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann in circa 10, 15 Minuten wieder bei Inner City Blues. Können auch 17 werden. Ja, oder 17,5 und 14 Nanosekunden. Ihr hört Edgar Einfühlsam, falsch, Herr Lehmann und Edgar Einfühlsam. Der Esel und so, ne? Na, genau. Ach, das passiert mir immer wieder. Ja, letztes Mal war ich der Esel. Kannst du dich erinnern? Ja, aber was sagt das über uns, ja? Also, ich meine, man ist primär immer bei sich selbst. Ja? Oft, ja. Ist ja oft, ja, genau. Ist auch völlig so, ich stehe auf den guten Ton, ich stehe auf Kultiviertheit. Also ich Etikette, ich letzte Mal war auch das Thema Etikette. Ja, ich glaube sogar vorletztes Mal, ja. Also ich finde, die Sendung verschmelzen zu einem einzigen Kosmos. Inzwischen. Aber am Ende bewahren wir ja immer Etikette. Selbstverfreilich, aber nicht, indem wir uns zuerst aufführen. Nein. Es ist vielleicht bei uns was anderes, weil wir inzwischen sowas wie eine homogene Masse innerhalb dieses Inner City Blues Kosmos sind. Wir sind quasi wie eine Person, wir sind quasi wie ein Mensch. Genau, richtig. Freunde, wir senden live aus Detroit bei Radio Blau. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube, wir versuchen seit einer Minute in den Musikslot überzugehen. Wir tun es einfach. Wir machen es. Jo. So. Meine Freunde. Da sind wir wieder. Das war Musik aus Leipzig, kann man so sagen. Ja. Bei Inner City Blues, der 13. Folge einer It's Yours Hip-Hop Radio Show. Meine Fresse, ja. Die Radiosendung mit der längsten Subline. Das kann man so sagen, wahrscheinlich genau, ist es so. Genau, richtig, ja. Cool. Was haben wir gerade gehört? Wir haben Alex P. gehört, mein Freund. Und zwar wird dieser Mann dieses Jahr eine EP rausbringen. Anfang November, genau. Es wird der zweite Teil sein aus der, ich nenne sie einfach mal, Serotonin-Reihe. Sprich, Serotonin 2 wird sie heißen, die Platte. Genau, ist ein Joint Venture, eine Symbiose mit dem Dortmunder Produzenten Fugacity. Ja, Dortmunder ist ja auch nicht mehr ganz richtig, er wohnt jetzt in Duisburg, ja. Okay, aber er kommt aus Dortmund, oder? Ja, da die Ecke auf jeden Fall. Ja, genau. Ich fand es ein bisschen irreführend, die haben ja schon das Cover, glaube ich, gepostet, was sehr angelehnt ist an das Cover des ersten Teils. Ja. Da stand, glaube ich, gar nicht 2 drauf, oder? Steht trotzdem auch wieder einfach nur Serotonin. Das kann ich dir gerade auch gar nicht so beantworten. Ich weiß auf jeden Fall, das ist eine neue trackstarke EP. Das und es scheint auf jeden Fall deep under the skin zu gehen, wenn wir uns den Track, wie hieß der Track, den wir jetzt gerade gehört haben? Es ist kalt, genau. Wenn ich mir das anhöre, ich glaube auch schon mal von dem Produzenten, der das alles aufgenommen hat, Ergo Syndikat, gehört zu haben, dass der ein oder andere Track im ähnlichen Gefilde angesetzt ist. Ja, also diese EP, ich habe sie auch schon gehört. Sie ist definitiv, also Alex ist ja schon immer sehr persönlich gewesen, aber diesmal ist es, glaube ich, übertrifft das nochmal ein Stück mehr so. Also okay. Er ist quasi noch, also liegt quasi die Seele in dein, also könnte man so fast sagen. Das ist pathetisch. Tränenpotenzial. Ja, gut, Forrest Gump-Faktor. Ja. Kannst du bitte die Hand von meinem Kopfhörerkabel nehmen? Entschuldige, das ist bitte. Okay, das finde ich. Genau, auf jeden Fall Anfang November. Das senkt mich ein. Anfang ja. November kommt das gute Stück raus. Es ist ein Feature-Track drauf mit Etto. Gate. F-Con und Detto Gate. Genau, und F-Con zusammen, so ein Collabo-Track. Genau,
Fugacity, das Ding produziert. Seid gespannt, freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall eine schöne, runde Sache werden. Es ist Underground-Rap, meine Freunde. Also gebt euch das ein wenig. Wir des Weiteren haben vorher Band of Gypsies gehört von Cypress Hill. Ja. Vom neuen Album. Elephants on Acid. Elephants on Acid. Elephants on Acid, ja, genau. Diesmal mit Be Real und Zandok wieder. Du erinnerst dich, wir haben immer nach Zandok gesucht, genau, in den letzten Sendungen, oder? Ja, in den letzten Zandok-Sendungen. Diesmal wissen wir auf jeden Fall um die Vollbesetzung von Cypress Hill. Zandok war ja eine Zeit lang abwegig, was genau. Aber auch gar nicht so schlimm ist, weil ich die Be Real-Stimme natürlich dementsprechend geiler finde. Ja, die ist halt so. Also die ergänzen sich, ich will nicht degradieren. Cypress Hill, wie sie sind, sind top. Ich hab sie lieb. Ja, komplett produziert von DJ Max auch, ne? Von dem DJ von Cypress Hill. Ja, genau. Mhm. Also viele sagen, das Album ist gewohnt im üblichen Cypress Hill-Stil. Ja. Ich finde, sie haben sich auf jeden Fall sehr ethno- und esoterische Klänge da ins Haus geholt. Also es gibt ja auch einen Track, der irgendwie erst eine Minute oder anderthalb Minuten Beat läuft und dann fangen sie an zu rappen. Es gibt einige Rezensenten, die das Album nicht allzu wohlwollend aufgenommen haben. Ja. Es gibt auch einige Leute aus meinem Umfeld, die gesagt haben, das ist jetzt nicht der Fanservice, den sie erwartet hätten von Cypress Hill, aber da habe ich ja eh meine eigene Meinung. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Voll, das können wir auch mit einfließen. Ich habe auch bei der Unterhaltung gesagt, lass jetzt abbrechen, weil sonst machen wir hier die Radiosendung schon vorweg. Genau. Ich kann es einfach nicht ab, wenn Leute anhand früherer Werke Künstler glorifizieren und dann enttäuscht sind. Es ist logisch, dass du mit Erwartungshaltung reingehst, aber das ist das gleiche wie beim Filmfranchise, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Ich habe mich mittlerweile an Fortsetzung, an Nachfolger so gewöhnt, dass ich immer versuche, neutral ranzugehen und zu sagen, es kann scheiße werden, es kann gut werden. Gibt auch Leute, die sagen, das sind sogar Freunde von mir, muss ich gerade dran denken, wir haben das im Auto gehört mit ein paar Kumpels, die meinten sowas wie Cypress Hill, Eminem, also die Legenden, ist das durch, da kommt nichts mehr, also mit dem braucht man nicht mehr rechnen. Ne? Everlast bringt ja jetzt auch ein neues Album und ist auf Tour und mir geht das nicht so, also es sind trotzdem geile Musiker, guck dir Elton John an. Der hat auch in seinen 60ern nochmal ein richtig geiles Blues-Album gemacht mit Leon Russell zusammen, geht steil nach vorne. Also nur weil die Menschen alt sind, will ich ihnen das nicht absprechen. Das bringe ich auch meiner Tochter bei. Alte Menschen sind auch Menschen. Ja, Ganz wichtig. Ist wichtig, dass sie das lernt. Ja. Genau. Aber ich bin ja auch so ein Mensch, der grundsätzlich mit einer gewissen Erwartungshaltung an ein neues Release rangeht von einem Künstler, den ich zum Beispiel sehr mag. Mhm. Bei mir war das der Fall zum Beispiel beim JW-Album. Bei der letzten Benjamin Blümchen-Folge. Da auch. Und vom letzten JW-Album war ich zum Beispiel enttäuscht, weil das nicht das gewohnte Bild ist, was ich von J habe, so wie ich es halt kenne und wie ich es halt eben auch mögen geschätzt habe, wenn wir es mal so sagen. Mhm. Natürlich ist es auch sein gutes Recht, sich weiterzuentwickeln und was anderes, ein Stück weit anderes zu machen. Aber ich war halt trotzdem enttäuscht. Ne? Was hat dich denn explizit enttäuscht? Also das heißt, er ist ja doch in der Art und Weise, wie er Wörter aneinanderreiht, seiner Linie nicht untreu geblieben ist. Beatgewandt, die Soundästhetik hat sich etwas verändert. Oder ist es das Gesamtkonstrukt? Kannst du es gar nicht punktuell benennen, was dich nicht abgeholt hat? Ich finde es textlich bei weitem, also auch vom Flow her, wie er rappt, so, das hat für mich mit den alten Geschichten von Jota, wie man das zum Beispiel bei Täter-Opfer-Ausgleich oder beim die EP, die er mit Hollywood Hank, oder? Nein, die da vorkam, die auf Raps Records rausgekommen ist damals. Komme ich auch gerade nicht drauf. Zwischen Chemie und Wahnsinn. Das sind für mich so großartige Stücke und dann kommt die unendliche Dreistigkeit des Seins und denke mir so, ja, was macht er denn jetzt so? Was ist denn das, bitteschön? Also da war enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht. Weil es ist einfach nicht. Ich finde, er kann mehr. Das ist meine Meinung. Also vom Flow her und vom Rap-Stil. Es ist ja auch nicht mehr so dieses straighte Hip-Hop-Album, ne? Es ist ja, hat ja auch eine sehr, sehr, sehr poppige Attitüde so. Und das finde ich ein bisschen schade so. Aber es ist auch natürlich sein gutes Recht, klar. Und es ist selbstverständlich, dass er sich auch weiterentwickelt und ein Stück weit was anderes machen möchte oder in eine andere Richtung geht oder was Neues ausprobiert. Das ist ja auch völlig legitim. Ja, aber ich glaube gar nicht, dass das so vorsätzlich war. Also Entwicklungen sind oftmals, und ich habe ja doch schon mit einigen Rap-Künstlern sprechen dürfen, was das angeht. Und wenn ich die zu ihrer Vorsätzlichkeit
frage bei diesen Entwicklungen, dann können sie mir gar nicht bejahen, dass es sich um Vorsätzlichkeiten gehandelt hat. Mhm. Ja. Also das heißt, am Ende scheint, und das sondiert er ja auch auf dem Album, persönlich viel passiert zu sein. Seine Mama ist gestorben. Natürlich, und ich finde es einfach einen erfrischenden Seelenstriptease. Erfrischend klingt jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos, weil der Track, der jetzt um seine dieses Abschiedslied für seine Mutter ist, gar nicht das, was mich jetzt so am krass meistesten gecatcht hat. Aber mir geht's halt einfach um die Aufrichtigkeit und halt auch nochmal, du musst die Vergleichswerte betrachten. Es ist sicherlich für mich nicht das Album des Jahrhunderts, ja. Ja, okay, klar. Aber wir reden hier trotzdem über einen innovativen Künstler, der, glaube ich, auch als Mensch dezent lost klingt. Das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, ja. Wer weiß schon, wie es privat aussieht. Aber er sagt es halt schon sehr gut, ne? In diesem Track Fackeln im Sturm zum Beispiel, meint er halt so, Rap-Max, die lieber darüber berichten, dass Rapper AMG fahren und ignorieren, dass meine Metaphern Porträts in den Zeilen malen. Oder irgendwie ja, so, ja. Also es geht nicht genau so, aber irgendwie Wort in dem Kram. Also er schafft es trotzdem noch, verbal ästhetisch zu sein. Und wenn man das vergleicht mit manch anderer dadaistischer Kunst, die gerade vorherrscht, dann ist das natürlich noch großes Kino. Ne? Aber ich verstehe deine Maxime, du misst ihn natürlich nicht an diesen dadaistischen Künstlern, sondern an seinen Vorwerken, und das ist auch dein gutes Recht. Natürlich. Ja, das erlaube ich dir. Also gerade, da sind wir auch wieder beim Thema Erwartungshaltung, Subjektivität spielt da natürlich eine große Rolle. Bei Musik überhaupt nicht, nein. Musik sollte immer objektiv und, betrachtet werden. Das hat 8 Jahre gedauert, glaube ich, bis vom Täter-Opfer-Ausgleich bis zur Dreistigkeit des Seins. Ja, gar. 8 Jahre, ne? Ja. Genau. Und natürlich passiert da auch viel mit einem Menschen. Und die Musik, die man macht, ist natürlich auch immer in gewisser Art und Weise auch der Spiegel der Seele, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Und klar, man merkt, er hat sich anders entwickelt, er ist in eine andere Richtung gegangen, und das ist natürlich auch völlig legitim, und es ist sein Ding, es ist sein Bier, sag ich mal, und auch natürlich völlig nachvollziehbar. Aber wie gesagt, meins ist es halt in dem Moment nicht mehr. Genau. Ich sehe das halt, ich sehe das halt mega entspannt. Also auch noch, um den Bogen zu dem Cypress Hill Album zurückzuschlagen, kann ich einfach die Menschen nicht verstehen, die sich persönlich beleidigt fühlen. Ja. So. Es ist nicht ausschließlich immer der Künstler, von dem das Kunstwerk partizipiert. Also das heißt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bündeln sich die adäquaten Erkenntnisse, auch diverse Zuarbeiten von Beatmakern oder auch bei Filmen, von Regisseuren, die mit Drehbuchautoren und Schauspielern interagieren. Und dann resümiert daraus manchmal ein großes Werk. Und ich finde, eher dafür sollte man dankbar sein. Das ist diese Glas-halb-voll-halb-leer-Mentalität. Ja? Und sollte sich eher über das letzte Album freuen, wenn einen das jüngste enttäuscht. So, also ich glaube, das ist auch so eine typisch deutsche Mentalität. Da wird dann denunziert, was das Zeug hält in Kommentarspalten, und ich arbeite proaktiv daran, dies zu übersehen, zu vernachlässigen, ja? Und mich einfach auf die Sachen zu konzentrieren, die ich geil finde. Wie unsere Hip-Hop-Radiosendung. Die mega geil ist. Zum Beispiel. Ein geiler Querverweis ist eigentlich auch Eminem. Von dem werden wir jetzt auch im nächsten Musikslot hören, nicht als erstes, weil wir den Song erstmal ein bisschen verbummelt haben, aber den finden wir auf jeden Fall lass wieder. Lass mich bitte noch ganz kurz ansprechen, dass wir von Hiob einen Song gehört haben. Ja, ganz entschuldige wichtig, bitte, weil, ja, genau. Der gute Hiob aus Moloch-Dilemma-Umfeld bringt... Also die neuen Songs, die enttäuschen mich auch mega. Ja, früher hat Hiob mich immer so geflasht, und jetzt will er mich wohl beleidigen. Nee, also es ist natürlich gewohnt dope, ne, was man da so gehört hat bisher. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, Hiob veröffentlicht am 8. November sein Album, sein drittes Soloalbum, Abgesänge. Und wir haben aus ob das letzte ist? Ich glaube nicht. Nein. Der Titel, der macht Angst. Ja, der macht Angst. Mhm. Wir haben den Song Alles wie immer gehört. Vielleicht benennt er sich ja wieder ein V-Mann um danach. Das kann natürlich sein. Das hier, ob so ein Projektname für eine Trilogie war. Ne? Und er geht auch auf Tour mit Moloch? Nein. Ja, selbstverständlich. Und jetzt erzähl mir nicht, dass die auch wieder in Leipzig erscheinen. Selbstverständlich. Und das auch noch an? Weihnachten, am 24. Dezember.
Und ich werde wieder nicht da sein. Ich werde wieder nicht das Coney Island am zu Weihnachten. Bist du bei Roswitha? Oder? Ich bin immer bei Roswitha, bei meiner Mutter. Wahnsinn, In genau. Berlin. Und für alle, die sich fragen, wer Roswitha ist, Roswitha, wir lieben beide Roswitha, du vielleicht noch ein bisschen ein mehr, aufgrund dieser Mutter-Sohn-Geschichte. Eigentlich unser größter Fan in der Sendung, deswegen also verfolgt jede Sendung, repostet immer alles sofort mit knapp über 60, ja. Deswegen einfach nur Big Up, Shoutout an Roswitha. Ja, an meine Mother. Ja, genau. Er hat sogar einen Twitter-Account, den ich nicht mal habe. So. Echt? Hör auf, das ist auch... Vielleicht könnte ich ja meine Mutter davon überzeugen, dass sie vielleicht Weihnachten herkommt und wir zusammen zum Hiob-Morlock-Dilemma gucken. Das wäre cool. Lass eine Sondersendung machen. Mhm, ja. Genau. Aber ich bringe dich wieder gekonnt raus. Also Hiob wird hier in Leipzig sein. Mit anlässlich seines Albums Abgesänge. Ne? Also, Anfang November erscheint. Ne? Und ich habe auch Hiob und Morlock gesehen beim Von Abseits Festival in Wuppertal. Wo du warst? Ja, stimmt. Wolltest das ansprechen. Ich wollte es ansprechen, genau. Erzähl mir alles. Ja, ich war mit dem Alex auf dem Festival, wo President organisiert hat. Ich war natürlich gespannt grundsätzlich auf die Reaktion zu President, gerade nach seinem letzten Album, Du hast mich schon verstanden. Und er hat auch nur zwei Songs aus dem Album gespielt. Er war auch ein bisschen angeschlagen, President, das hat man gemerkt, er war erkältet, krank, keine Ahnung. Und Hiob und Morlock waren da, ACDMSK ist aufgetreten. Ja, cool. R.A. The Ruckman war da. Ja, der hat ja auch ein neues Werk, glaube ich, released, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder war das nur ein Feature? Nee, doch, ich glaube. Ja, ich wollte die Scheibe. Müssen wir uns mal für die nächste Sendung aufschreiben. Genau. Das Festival war gut besucht, es war jetzt nicht ausverkauft, aber es war auf jeden Fall gut besucht. Der Sound war ein bisschen mies. So. Also beim President fand ich ihn richtig gut, den Sound, aber als Morlock und Hiob zum Beispiel aufgetreten sind, hat man gar nichts verstanden. Okay, nichts. Schade. Also da hätte Hiob auch neues Zeug spielen können, das hätte keiner verstanden, weil also das fand ich ein bisschen schade. Gut, manche nicht dem filigranen Rap-Handwerk zugewandte Menschen würden dir auch attestieren, dass man Hiob und Morlock in Studiosongs auch nicht versteht. Ja, aber... Hatte ich mal einen Kumpel im Auto, der ich habe ihm gesagt, oh, dieser Part, Alter, ich komme nicht drauf klar. Er sagte zu mir, ich höre nur... Genau, und aber wer auch noch da war, war Afro, wo wir gerade beim Thema RAG sind. Siehst du, ich glaube, Afro hat... Achso, ja. Mhm. Ja, erzähl weiter. Nein. Ich dachte, ich wüsste was. Ja. Nein, und Afro, ich habe ihn auch dort getroffen, habe mit ihm geredet, habe gesagt, Afro, wie sieht's denn aus? Du hast geküsst? Nein, nicht, aber wir haben uns gedrückt. Ja. Nein, und auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, wie sieht's denn aus mit RAG und ihr geht ja nochmal auf Tour zusammen, quasi ohne Gala, aber... und der kommt auch, der hat mir erzählt, dass er auch nach Leipzig kommt und ich habe ihn gefragt, wie sieht es denn aus? Legt ihr vielleicht nochmal unter Tage neu auf, weil ich habe keine Lust, 120 Euro dafür zu bezahlen bei Discogs. Ja, wir sind das schon am Überlegen und so und eigentlich ist es nicht unbedingt zwingend geplant, weil wir wollen nicht an dem Legendenstatus rütteln und so. Und dann das. Ja, ne? Wir haben ja schon mal 5 Minuten über RAG gesprochen. Ja. Dann kommt, als ob man es erahnt hätte. Ja, genau. Auf jeden Fall werden wir jetzt auch was von RAG hören. Und zwar den Song Stratego, ein Solo-Song von Afro. Auf der 98er erschienenen Platte Stratego. Finde ich auf jeden Fall stabil. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du und ich hier sind. Ich freue mich, dass Menschen vor dem Volksempfänger sitzen und das hier genießen. Es ist pure Empfindung zu Hip-Hop, unserer Kultur, bei Radio Blau, eine It's Yours Hip-Hop-Sendung namens Inner City Blues. Wir hören uns gleich wieder nach der Musik. Wieder. Grüße gehen raus, auch an meine Mutter natürlich. Jagajau, meine Freunde. Wir sind wieder zurück, Herr Lehmann und Edgar Einfühlsam, bei Inner City Blues, einer Hip-Hop-Radio-Sendung. Von It's Yours. Genau, richtig. Jetzt habe ich das It's Yours vorher vergessen. Ist nicht schlimm, wir haben noch ein paar Sendungen. Irgendwann haben wir das beide drin und können das dann einfach wie eine Machete quasi schwingen. Nee, ich finde, ehrlich gesagt, wir arbeiten viel mit Licht und Schatten. Wir sind mal auf unserem Peak, dann sind wir mal wieder etwas schlechter. Manisch. Ne? Manisch, ja, genau. Manisch-impulsiv. Manisch-impulsiv. Richtig, genau. Freunde, wir haben Musik gehört von RAG, von Eminem und von... Deine Mafa. Genau. Wenn du den nicht so magst, ne? Nee, haben wir ja schon öfter gesprochen. Warum das denn zwar immer noch hier läuft, verstehe ich nicht, aber... Ja, du drängst mich ja. Okay, genau. Wenn es mir gefällt. Ich suche das ja immer aus. Dankeschön, ja.
Genau, wir hörten unter anderem Eminem. Eminem ist so ein Thema, ja, warum spielen wir als Untergrundmedium den kommerziell weltreich erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler? Ja, wir sind ja eigentlich mehr so die Geheimtipp-Ecke. Ja. Wir haben zwar vorhin 4-5 Minuten lang über das Kollega-Album Buch gesprochen, ja, aber nein, ich finde das sehr interessant. Er hat ja vor 1,5 Jahren ein sehr poppiges Album, also wo nur solche Beyoncé, Ed Sheeran, Pink Features drauf waren, veröffentlicht und dafür auch böse Kritik einstecken müssen in den ganzen Fachmedien. Kamikaze, das Album, was vor 3 Monaten unangekündigt von Donnerstag zu Freitag nachts erschienen ist, ist so eine Abrechnung damit. Das ist lustig. Er verteidigt sein Album, aber er ist auch wütend. Mhm. Also wütend, dass die anderen sein Album scheiße fanden. Und er sagt auch mit dem Album, es ist ja doch ein technisch versierteres Album, ein rappigeres Album, äußert er ja auch, Leute, ich kann immer noch rappen, ich bin true, ich bin real, wenn ihr diesen Eminem wollt. Also eigentlich hast du beide Facetten darin in der Manifestation. Mein letztes Album, er sagt irgendwie, ich verteidige das Album, aber irgendwie habt ihr auch recht gehabt, es war scheiße. Und den Move finde ich cool, ich finde es nicht komplett geil, aber ich mag schon das Cover, das lehnt sich ja an License to Ill von den Beastie Boys an. Ich mag halt auch, dass er einfach alle disst. Also ein wütender Eminem, ein unglücklicher Eminem, das ist oft so. Manche Künstler sind einfach cooler, wenn sie unglücklich sind. Ja? Hatten wir auch schon öfter mal mit einem Augenzwinkern, dass wir einfach hoffen, dass unsere Lieblingskünstler ganz schnell wieder von ihrem Wohlstand, von ihrer Glückseligkeit abrücken, damit sie endlich wieder guten Output haben. Ich hatte mal einen Post gelesen auf Facebook, da hat irgendjemand geschrieben, ein Eminem mit Ruhepuls von 200 ist immer noch der beste Eminem. Absolut, ja, genau. Ja, dann impliziert zwar, dass er vielleicht nicht mehr so lange lebt, dann nur noch 2 statt 4 Alben macht, aber die 2 Alben, die lohnen sich, ja. Genau. Er hat wahnsinnig viele Neuzeitkünstler auch aus dem Bereich Cloud-Rap gedisst, also Lil Pump, Machine Gun Kelly hat ja auch einen Diss abbekommen und hat sofort geantwortet. Die sind durch die Decke gegangen, die haben, glaube ich, über 100 Millionen Views. Okay. Du schon, musst mal überlegen, wenn Redman oder Method Man einen Song rausbringen oder ein Video raushauen, dann haben die vielleicht 2 oder 3 Millionen Views weltweit. Ey, das ist weniger als in Deutschland irgendwelche 187 haben. Selbst die oder Motrip, die liegen bei 50, 60, 70 Millionen Views. Ja. Und die haben doch eigentlich die breitere Range. Aber das ist wie Künstler, die in Europa aus Amerika wie Jerry the Damager inzwischen unterwegs sind, für die interessiert sich in Amerika kein Mensch mehr. Genau. Auf jeden Fall kriegt die ganze Cloud-Rap-Riege und Mumble-Rap-Riege eins auf die Fresse von Eminem. Er persifliert das auch manchmal so. Da merkt man auch, er kann das halt nicht so gut wie die Moment, wenn er das parodiert, weil selbst wenn das nicht manchen Leuten nicht entspricht, leben die Menschen, die Künstler das halt trotzdem, diesen Film. Ja? Ja. So. Aber dieser Diss ist sehr erfrischend. Also ich mag den Track gegen Machine Gun Kelly, ich mag den von Machine Gun Kelly gegen Eminem und dann auch wieder die Antwort von Eminem. Ja. Ja. Genau, das finde ich sehr erfrischend. Deswegen, auch wenn manche der Meinung sind, dass Eminem keine Relevanz mehr hat, ich fand den Move erfrischend. Es ist jetzt nicht, manche Künstler sind durch in dem Sinne, ne? Also es flasht mich nicht mehr wie Marshall Mathers LP vor 12, 13, 14 Jahren, das steht außer Frage. Das ist Shady LP, genau. Ein grandioses Album. Relativiert er ja aufgrund der Tatsache, dass er zu dieser Zeit auf diversen Substanzen war. Das ist halt immer so eine Sache, ja. Welche Lebensumstände oder Einwirkungen das den Genius zutage gefördert haben, das ist für den Hörer natürlich irrelevant, ja. Hier in dem Falle ist es pure Wut. Kennst du das allererste Album von Eminem? 97, warte mal, es gibt die Slim Shady LP, Marshall Mathers. Es gab vor Slim Shady LP. Ja, ich weiß, aber die ist ja auch sogar schon von Dre mit anproduziert, oder? Wenn ich das so, Infinite hieß die. Ja. Die ist geil, ich kenne die wirklich. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Dre... Glaub mir, ich kenne sie. Ja, aber ich glaube nicht, dass Dre dort schon seine Finger mit dem Spiel hatte. Aber ich glaube, die Berührungspunkte fingen, glaube ich, das kann natürlich gut sein, dass Dre da aufmerksam geworden ist. Oder whatever so. Aber Infinite war das allererste Album von Eminem. Dann kam die Slim Shady LP, die ja durch die Decke gegangen ist. Großartig war. Und auch großartig ist. Und danach, glaube ich, Marshall Mathers EP und
weiß gar nicht, Recovery und wie das eigentlich alles kam. Ja, mit dem Show. Mhm. Der Film kam irgendwann, wie fandst du ihn eigentlich, den Film? 8 Mile. Hm? 8 Mile ist ein geiler Film. Es gibt sogar einen neuen Eminem-Film. Also sogar so? Also kein Film mit Handlungselementen oder einem Plot. Es ist... ein Porno? Nein, er macht nicht den Snoop. Okay. oder was weiß ich, Ice. Nee, nicht Ice-T, sondern wer war es? Wer ist der andere Ice? Ice Cube und Ice... Doch, Ice-T hat ja auch ein Porno gemacht, genau. Nein, es ist ein Battle-Rap-Turnier-Film sozusagen. Okay. Also ein Detroiter Diddly. Ein Detroiter Diddly, okay. Genau, ich habe mich nicht so intensiv damit beschäftigt, ob das nun einen Plot hat, aber ich glaube, es hat schon Live-Charakteristik. Also diese Battles haben tatsächlich stattgefunden. Es soll aber diesen 8-Mile-Flavor irgendwie innehaben. Ich will mich damit auf jeden Fall mal... Und Eminem hat dort mitgebattelt? Also er hat es, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat es inszeniert. Mhm. Also er ist der Initiator. Und zu deiner Frage, wie ich 8 Mile finde, ich finde 8 Mile großartig, weil er erzeugt Atmosphäre. So, und das ist für mich das Wichtigste. So, es wird auch nicht sein Durchbruch gezeigt. Es geht wirklich nur um ein kleines, überschaubares Intervall. Und wir reden bei einem Film über eine Spannweite von 1,5-2 Stunden. Mhm. Und ich mag das halt auch nicht. Eine einzige Ausnahme ist für mich Forrest Gump zum Beispiel. Also wenn über 2-3 Stunden so ein ganzes, fast so ein halbes Leben erzählt wird, dann kommt mir das immer so schnelldurchlaufmäßig vor. Liegt wahrscheinlich auch an der Tatsache, dass wir unfassbar gute Serien kennenlernen durften aus den letzten Jahren, die einfach für eine glaubhafte Charakterentwicklung die richtig einfach den notwendigen Zeitraum bekommen haben. Serien haben ja doch vom Niveau her sehr abgewichen früher von dem großer Hollywood-Produktion mit Ausnahmen. Aber inzwischen ist es so, dass ich sogar dem Serienuniversum andichte, bessere Plots umzusetzen als die Filmwelt. So. Zumal ja auch ganz, ganz viele, ich sag mal, Hollywood-Stars ja auch jetzt in diesen Serienproduktionen mitspielen. Das ist überhaupt nicht mehr unüblich. Also genau. Siehe True Detective, die erste Staffel, die für mich immer noch einer der großartigsten. Matthew McConaughey und Woody Harrison, ja. Genau, absolut großartig. Ja, die zweite Staffel hat verkackt, die ist die richtig. Hat verkackt, die ist mit richtig Vince Vaughn in der Hauptrolle. Rachel Adams ist da, glaube ich, noch mit dabei. Aber die hat auf jeden Fall ganz schön abgeschissen. Aber es war natürlich sicherlich auch mega schwer an die erste Staffel, also was heißt da ranzukommen, aber da mitzuhalten. Es gibt Staffeln oder Serien, wo die Qualität sich ausdünnt, aber das ist ja ein Fiasko gewesen. Ja, das stimmt. Die haben ja, glaube ich, 7-8 Handlungselemente miteinander paaren wollen und ich dachte erst, ich bin dumm und dann habe ich aber nachgelesen, dass die anderen genauso dumm sind. Die haben, also es hat wirklich kaum einer durch diesen Plot, es hat keiner da durchgeblickt und es ist halt einfach so. Das ist wie Fargo. Fargo hat inzwischen 3 Staffeln erfahren dürfen als Serie. Ich finde, die haben den Charme der Coen Brothers recht gut eingefangen und implementiert in die Serie. Und ich fand, die 3. Staffel habe ich als die beste empfunden. Fand die breite Masse auch nicht so cool, sage ich mal. Die haben natürlich alle die 1. hier mit Martin Freeman gehypt. Und da ist es objektiv betrachtet auch so, dass sich die Qualität ausdünnt, aber dass es nicht so ein Vollfiasko ist wie bei True Detective. Jetzt wird da doch eine 3. Staffel angesetzt. Bin mal gespannt. Ja. Breaking Bad zum Beispiel hat sich für mich von immer mehr aufgepauscht. So. Also es ist immer besser geworden. So. Ja. Guckst du Better Call Saul? Nee. Nicht? Nee. Finde ich sehr gut. Ich schaue es nicht. Momentan bin ich auch gar nicht so auf dem Serientrip. Ja, okay. Klar. Ja, bei mir wechselt das auch. Manchmal geht mir das auf den Sack, dass die Handlung sich so lange stretcht. Manchmal feiere ich das halt extrem hart, ja. Das so. ist gerade bei mir auch so. Also ich habe da nicht gerade, ich guck gerade zurzeit echt lieber Filme so. Mhm. Ja klar, ist so abgeschlossen. Ne? Das ist so. Genau, ja. Ja, aber wir sind weit weg. Wir haben eigentlich über den Father of Hip-Hop oder fast der Father of Hip-Hop der 2000er Eminem geredet. RAG haben wir auch schon besprochen. Machen wir Schluss, oder? Das ist 20, das ist 27 gleich. Vielleicht können wir auch einfach wieder Musik hören. Unwahrscheinlich. Ja? Ja, klar. Wir haben Musik aus Leipzig gehört heute und ich würde sagen, das ist ein guter Ansatz für alle, die ein wenig der regionalen Note hinterhergetrauert haben. Dieses Jahr ist ein Album von Sirius, Leipziger Rapper, auch in seinen jungfräulichen Zügen beim VBT bekannt geworden, aber inzwischen eher einfach mit guter Musik an sich realisieren. Genau, nicht nur im Hip-Hop-Bereich. Wir wissen, er ist musikalisch breit gefächert. Inzwischen ist er mit der Ukulele unterwegs. Ja, ist ein cooler Move so auf jeden Fall. Und ich habe ihn, pass auf, heute auf dem Parkplatz getroffen. Mit seiner Ukulele? Hit. Ohne Ukulele. Ja. Schade. Geil, ich habe den auch gebracht. So, Tobi, du ohne Ukulele. Ja. Und
Mit der scheint er unterwegs zu sein. Heute trifft er sich mit Ugly, hat er gesagt, weil er auch einen Song von ihm covern möchte. Also seine Intention ist jetzt, mit seiner Ukulele Rap-Songs von Leipziger Hip-Hop-Künstlern zu covern. Cool. Und bin mal gespannt, was da kommt. Du hast recht, Helios ist wiederum aus diesem Gefilde so ein bisschen rauszusubtrahieren. Denn da sind, so wie man es auch auf dem Voralbum erleben durfte, ernste Töne an der Tagesordnung. Ja. Du hast dir jetzt einen Song rausgesucht, der dir sehr zuzusagen scheint. Gesunder Patient. Ja. Ja, es ist halt ein schön paradoxer Name eigentlich, ne? Ja. Aber cool, bin ich gespannt. Dann feuern wir mal ab. Ja, dann machen wir das, ne? Wir hören uns gleich wieder bei Inner City Blues, einer It's Yours Radio Show im Hip-Hop-Gewand. Herr Lehmann und Herr Einfühlsam. Und schon wieder Herr Lehmann und Edgar Einfühlsam bei der 13. Folge Inner City Blues, einer It's Yours Radio-Sendung im Hip-Hop-Gewand. Das ist geil, wenn ich so mit dieser tiefen Stimme spreche und du das flüsterst. Machen wir noch? Bei einer It's Yours Radio-Sendung. Wenn ich sag Sendung und du Show, das ist cool. Ja. Das ist wie wenn Lucky Luke seinen Schatten, eigenes Zeug macht. Nee, das war Peter Pan sein Schatten. Ja. Na, Lucky Luke schießt bloß schneller als ich. Also dein Flüstern ist mein akustischer Schatten und macht doch was anderes. So. Quasi davor. Deine Adlibs. Ja, ja, genau. Die aber Eigendynamik entwickeln. Ja, ja, auch genau. Selbst denken, also eigene Intelligenz haben. Mhm, total. Ja. Wir haben Brother Ali gehört, nicht das erste Mal in unserer Sendung, denn das ist ein, ich würde sagen, deiner Passion entsprechender Künstler. Ja, ein Amerikaner, wie wir gehört haben. Brother Ali ist auch jemand, der zum Islam konvertiert und er ist ja wirklich auch jemand, der einen modernen Islam propagiert. Das ist schön. Ja. Und der das auch immer ganz, ganz offen in seiner Musik anspricht. Der hat auch, glaube ich, auch schon 4 oder 5 Alben draußen. Das war jetzt von dem ersten Album, The Undisputed Truth. Da gab es auch nochmal eine Neuauflage auf Special Edition, die habe ich jetzt mir zukommen lassen. Oh. 3 Vinyls, durchsichtig. Durchsichtige Vinyls, das ist ja der ja, Hammer. Ja, ja, da bin ich ja immer gleich, da kriege ich gleich immer Puls, wenn ich dann sowas lese. Puls! Und auf jeden Fall, Brother Ali, Chicago auf jeden Fall sehr, Puls, sehr, ja. sehr, sehr hörenswert. Ja. Rhymesayers ist das Label, auf dem er ist, zu dem auch Atmosphere gehört und Atmosphere. Oh, Atmosphere ist tatsächlich etwas, was ich auch schon in Eigeninitiative gepumpt habe. Mit Brother Ali zum Beispiel hattest du mich damals ja angefixt, dass diese 2, 3 Songs, die wir schon mal hier abgefeuert haben, die haben mich auch sehr gecatcht. Da habe ich gedacht, das ist mein Künstler. Dann habe ich die Alben so ein bisschen laufen lassen und dann ist es so, dass es doch nur so ein partieller Künstler geworden ist. Okay. Also mich haben die nicht auf Albumlänge abgeholt, sondern vielmehr, wie gesagt, es sind immer so einzelne Songs. Er ist auf jeden Fall dope. Musikalisch auch sehr offen, finde ich. Schon in seinem Gefilde, aber nicht statisch. Nee, ganz schön. Und ich würde gerne nochmal zu dem jungen Mann oder mittelalten Mann in der Mitte kommen. Das ist Alligator. Alligator ist in dem Sinne ja kein einzelner Künstler, sondern ein Konglomerat aus ihm selbst. Das heißt, ich glaube aus Kaliber und also er verkörpert einen DJ und einen Rapper. Ne? Er ist bloß diese beiden Personen simultan. Daraus formt sich Alligator. Er hat ein neues Mixtape veröffentlicht. Trägt den Titel Schlaftabletten und Rotwein Teil 4. ist wie gesagt aus einer Serie. Diese Serie lebt er schon sehr lange. Also der 4. Teil ist zwar das aktuellste Album, kann man auch so ein wenig als Album ansiedeln, aber er selber sagt, dass da viele Fragmente und Experimente am Ende drauf landen. Ich finde sehr viele Fragmente davon schon sehr songrife. Rife so songrife, ja. Und amerikanische Attitude. Oh, really, ja. Und er hat mit dem ersten Album dem ersten Teil angefangen, bevor er ja im Grunde genommen eigentlich Popstar wurde. Er ist ja dann wirklich steil gegangen. Er ist steil. Mit Willst du mit mir Drogen nehmen und Co. Ja. Und auch die Trailerpark-Sachen finde ich partiell lustig, aber wenn er als Solokünstler unterwegs ist, holt er mich halt absolut ab. Ich bin vielleicht nicht immer d'accord mit diesen poppy catchy Hooks, aber die kann ich beiseite wischen für das geniale Gesamtwerk. Also er ist für mich absolute Konzeptionskoryphäe. Meistens persifliert er ja ein Stereotyp, wie auch gerade in dem Lied mit Felix Brummer von Kraftklub aus Chemnitz. Ja.
Haben wir das eigentlich jemals analysiert, dass du immer ganz stolz bist, wenn du mein letztes Wort erahnst und das dann immer mitsagst? Ja, nee, weil ich bin welches, halt... Welches Trottel-Duo hatten das noch? Ich überlege, Ernie und Bert sind es nicht, aber es gibt doch noch irgend so ein Duo, wo das ähnlich ist. Das kann gut sein, aber ich gucke dir, da sieht man ja, wie ich dir an den Lippen auch hänge, ne? Das, da quasi... Ich bin quasi in dir drin ein Stück weit, ne? Ja, das stimmt. Und das ist deswegen schön, weiß ich genau, was du sagst, und deswegen beende ich dann auch gerne den Satz zum Beispiel. Ja, Beispiel. Ja, Klasse, genau. Nee, was ich noch sagen wollte, ich finde Schlaftabletten und Rotwein Teil 4 super. Er setzt seine Linie fort, bleibt sich treu, bla bla bla. Auf laut.de hat dieses Album 3 von 5 Sternen bekommen mit der Begründung, dass es zu perfekt ist. Ja, also dass er ist ja doch Perfektionist, ne? Also er ist ja wirklich von Komposition bis Musikvideo im Schnitt für alles selber verantwortlich. Ja. Und einfach ein Kreativling durch und durch. Und er meinte, man wird diese Alligator-Durchdachtheit und Perfektion langsam müde. Und ja, da bin ich halt nicht ganz d'accord damit. Also ich fühle mich nicht beleidigt durch diese Rezension, ne? Aber oder ihn nicht in dem Moment. Aber ich kann das so nicht unterschreiben. Es ist anstrengend, ihn zu hören. Aber ich verweise nur, wie gesagt, das bewerbe ich gerne, weil das für mich mit das beste Deutsch-Rap-Stück ist dieses Jahres bisher. Wie zu Hause, indem er den Touristen persifliert. Mit Video, es ist ein Rap-Lied in 7-8 Akten, also nicht diese typische Chorus-Refrain-Struktur. Was da musikalisch, inhaltlich und in der Intonation passiert, ist ganz großes Kino. Wer das noch nicht kennt, dem rate ich dazu. Wer es kennt, wird mir bestimmt, ein Teil davon wird mir aus der Seele sprechen. Nee, ich werde einen Teil davon aus der Seele gesprochen haben, hoffe ich. Ja. Werden. Genau, werde gesprochen haben möchte. Ja. Und liebe Zuhörer, wir haben wieder was gelernt heute. Ach ja. Nee, wichtig. Die Pointe, jetzt fehlt eigentlich noch so eine kleine Flötenuntermalung. Onkel Lehmann erzählt, was haben wir heute gelernt? Wir haben gerade gelernt, dass man auch mit einem zu guten Album weniger, ich sag mal, Sterne bekommt in einer Rezension. Ja. Vielleicht auch weniger Erfolg. Also vielleicht ist ein beschissenes Album, über das sich die Leute aufregen. Es gibt keine Promo, es gibt ja keine schlechte Promo nach dem Motto. Mhm. Ja, vielleicht hat das ja mehr Wert. Also es ist wirklich, wie gesagt, man kann ein zu gutes Album machen und dafür eine schlechte Kritik ernten. Man kann auch in eine Botschaft in einem anderen Land gehen und gestückelt rausgetragen werden und ja. Ich glaube, Timing ist sowieso das Wichtigste. Ne? Das ist Sylvester Stallone hat mal geweint darüber, dass Copland kommerziell so unerfolgreich war. Okay. Der ist ja eigentlich schauspielerisch ein sehr guter Film, ne? Also mit Robert De Niro, glaube ich, noch. Und wo das auch passiert ist, ist bei Fight Club. Ein genialer Film. Absolut. An den Kinokassen ein Flop, wissen die wenigsten, weil er hat ja inzwischen Kultstatus. Nicht, ne? Der 20th Century Fox Präsident wurde damals gefeuert wegen diesem Film, weil er auch irgendwie hochbudgetiert war. Und nachdem er gefeuert wurde, kam der Film auf DVD und wurde ein Kassenschlager. Okay. Also weltweit hat mehr als seine Kosten und 1000 Gewinnspanne reingespielt. Er wurde ja dann leider natürlich nicht nochmal angestellt. Ja. Warum auch? Ich finde, er hätte, wenn er das gewollt hätte, rehabilitiert werden müssen. Aber Essenz der Sache, ich glaube, richtige Zeit, richtiger Ort ist der Gradmesser. Wir haben ein wenig Zeit nur. Ich würde sagen... Ja, siehst du, vorher haben wir noch überlegt, wie sieht es aus mit der Zeit? Jetzt haben wir Not. Jetzt haben wir Not. Wir hören Yuzi Yu. Da gibt es auch ein It's Yours Interview zu. Der hat Anfang des Jahres sein Album Shibuya Crossing rausgebracht, da der junge Mann als Radiomoderator in Berlin und auch als Kumpel der Antilopengang und Fat Tony bekannt ist. Du hast jetzt aber gerade... Achso, da ist es ja, genau. Ich habe gar nichts. Du hast gar nichts. Genau. Mein Lieblingslied, Border Town. Er hat in seiner Jugend auch mal in Amerika gelebt. Ich sage immer Toronto, aber das ist falsch. Das werden wir jetzt in dem Song hören. Es ist ein Storyteller. Ich finde ihn hochgradig genial. Okay. Jaga Yao, it's yours, Inner City Blues. Freunde, Herr Lehmann, Herr Einfühlsam, wir sind bald wieder da. Jo, bis gleich. So, meine Freunde. Da sind wir wieder, zum letzten Mal. Man kann es kaum glauben, aber 2 Stunden sind nicht mehr die 2 Stunden, die ich als Kind als 2 Stunden erachtet habe. 2 Stunden haben sich mal länger angeführt. Ja, angefühlt. Das geht ratzbatz. Wir haben gerade von, man kann nur noch Armin sagen, umgedreht. Wir haben von Monkey Beats Feed Armin genau gehört, deine Stadt,
bla bla. Hat keinen Armin. Genau, richtig. Armin früher als Vitamin B bekannt, war auch schon bei uns in der Sendung, hat live und direkt hier gefreestylt, ist Teil dieses Produzentenalbums, das den schlichten Titel 3 trägt. Monkey Beats hat ja zum Jahreswechsel oder Ende letzten Jahres sein Tape Ladies rausgebracht, genau. Was darauf basiert, dass jeder seiner Beats einen Frauennamen trägt. Das ist ein Produzentenalbum mit Rap, was schon wahnsinnig lange in der Mache war. Es sind unfassbar viele Leute dabei. Fat Tony, Uzi U, Koma, Katharsis ist drauf, Hartmann, den wir auch vorhin schon gespielt haben, Armin eben, und mir war so, als ob ich jetzt noch irgendein Plusmacher ist auch drauf. Also er hat auf jeden Fall mit Namen nicht gespart. Zieht euch das mal rein. Geht einfach, sucht über Facebook, Instagram, Pipapo, Monkey Beats aus Dresden. Und das Album gibt es kostenfrei auf Bandcamp. Genau. Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch bedanken bei Agli, 827 und Caligari, genau. Die für unsere It's Yours Firmen Mercedes-Benz letzte Woche die Kasse vollgespielt haben. Ja. Genau. Ja. Zusammen mit den Stockinger und vielen anderen Acts sind sie in der Kulturlounge aufgetreten. Deswegen erscheint es uns als angemessen, die Sendung heute mit dem Track Stammtischpropheten zu schließen. Zuhören auf Caligari, seinem doppelseitigen Tape, Cool Weil Yo, könnt ihr euch auf jeden Fall in schöner Pen & Pixel Edition nach Hause kommen lassen, in Tape-Version. Mir auch war es eine hohe Ehre, wieder mit dir, Herr Lehmann, hier durch das Zeitgeschehen der Hip-Hop-Geschichte von 1000 Jahre zuvor bis heute zu moderieren. Es war auch mir, wie immer, ein, wie man so schön sagt, inneres Blumenpflücken. Genau, wir hören uns kurz vor Weihnachten wieder. Dazwischen wird auch der Ezios Geburtstag am 14. Dezember in der Distillery liegen mit Gossenboss mit Z, Porter One, Deine Maffa, Kashmiri, Razy. Ich kann es immer nicht aussprechen. Razor und vielen anderen. Freunde, It's Yours. Lehmann, einfühlsam. Inner City. Blues. Hip-Hop. Radio. To the fullest. Show. Tschüss. City blue.